Willkommen auf der einzigen Strecke des Rennkalenders, die die Form einer 8 hat. Wir sind hier.
den Wagen bis... Schnellste Runde. Gut gemacht. Das Qualifying ist abgeschlossen und wir können uns auf ein spannendes Rennen morgen freuen. Ihre Top 3 sind Thomas, Hamilton und Valtteri Bottas. Das Qualifying ist beendet. Jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechung. Ein toller Tag. Wie war er denn aus Ihrer Perspektive? Das war eine tolle Qualifying-Session. Fühlen Sie sich sicherer, wenn Sie vor dem Hauptfeld starten? Position im Rennen morgen? Haben Sie das Gefühl, dass Sie kein Training nötig haben? Klasse, das war dann alles. Gut gemacht. Das war eine tolle Leistung im Qualifying.
und ein herzliches Willkommen beim Großen Preis von Japan. Dieses Ereignis kürte im Laufe der Jahre bereits 11 Weltmeister und versorgte uns auch mit einigen unvergesslichen Rennen. Da wäre zum Beispiel Kimi Räikkönens Sieg von der 17. Startposition 2005 oder Kamui Kobayashis unglaubliche Fahrt auf das Podest. Die Japaner bejubelten ihn im Jahr 2012. Suzuka hat einen ganz besonderen Reiz. Die japanische Strecke, die einzige in Form einer 8, besteht aus 18 Kurven, 10 rechts und 8 links. Die Gesamtlänge 5,79 Kilometer. Die durchschnittliche Rundengeschwindigkeit ist verhältnismäßig hoch. Bei trockener Fahrbahn liegt sie bei 218 km/h. Und bei mir ist heute Stefan Römer. Reden wir über Thomas. Sie starten dieses Rennen mit einem deutlichen Vorsprung. Ich würde zwar nicht ganz so weit gehen zu sagen, dass das Rennen schon gelaufen ist, aber es muss schon ein kleines Wunder passieren oder, negativ ausgedrückt, eine Katastrophe, um den Ausgang entscheidend zu verändern. Wir sollten hier nicht voreilig sein, Heiko. Es sieht zwar alles nach einem großen Vorsprung aus, aber alles, was es braucht, um diesen zunichte zu machen, ist eine lockere Bremse in der ersten Kurve oder eine Radmutter, die sich während des Boxenstopps einfach nicht lösen will, und schon sieht alles wieder anders aus. Bei diesem Sport gibt es keine Gewissheit. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Thomas startet aus der Pole Position und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Bottas, Vettel, Max Verstappen und Ocon, Leclerc, Van Dorn, Grosjean und Daniel Ricciardo, Ericsson, Perez, Fernando Alonso und Stroll, Sainz Jr., Sirotkin, Pierre Gasly und Kevin Magnussen, Hartley und Nico Hülkenberg vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Okay, es geht los. Ich weiß, wozu du fähig bist. Also lass mich heute nicht hängen. Abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Zunehmende Abnutzung am MGUK. Müssen das fette Gemisch vermeiden, damit wir damit klarkommen.
Okay, es geht los. Ich weiß, wozu...